Hallo, heute mache ich mal eine ganze Session voller Tags. Ich wurde als Kleinstkanal zwar nicht direkt getaggt, aber ich finde es einfach ganz hilfreich, um die Person hinter der Kamera auch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Dafür sind eigentlich ganz gut geeignet. Ich habe jetzt 7 Tags vorbereitet, also wenn ich was mache, dann auch ganz für einen. Lohnt sich, hat sich halt jetzt nicht gelohnt oder hätte sich das nicht gelohnt, und es ist auch mal ganz gut, ein paar mehr Informationen zu haben als nur von einem Tag. Und der erste Tag ist der Reaktionstag, aber ich werde aus jedem Tag dann ein eigenes Video machen, also das dementsprechend schneiden und die Fragen dann vielleicht auch nach unten einfügen. Mal gucken, ob ich dazu noch mich aufraffen kann. Also der Reaktionstag, die erste Frage ist, dir werden 50.000 Euro angeboten. Was ist mit den Autos? Wir haben schon 4 Uhr nachts, aber trotzdem sind die Autos da noch am Fahren, den ganzen Tag immer. Egal, dir werden 50.000 Euro angeboten. Diese bekommst du aber nur, wenn eine völlig fremde Person einen Monat bei dir wohnen kann. Was machst du? Ja, ich würde trainieren, chillen und essen, wie immer. Nee, ansonsten, klar, ich finde, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und glaube nicht, dass das nicht klappen sollte. Besonders bei 50.000 Euro wäre es mir dann auch ziemlich egal, wie die Person sich 30 Tage verhält, außer sie schlägt halt irgendwie wild um sich oder zerstört emotional behaftete Dinge. Also da kann ich das eigentlich schon ganz gut aushalten und geduldig sein, wenn dann so eine Summe da winkt. Also wenn es halt wirklich sicher ist, dass man die dann kriegt. Zweite Frage. Du bist alleine zu Hause. Nachts um 1 klingelt es an der Haustür. Deine Reaktion? Ich gehe zur Tür, mach draußen das Licht an, um zu gucken, wer es ist. Wenn ich die Person kenne, mache ich auf. Wenn nicht, versuche ich durch nonverbale Kommunikation mehr Informationen zu erhalten, um die Person einzuschätzen. Kann ich sie nicht einschätzen, schreibe ich meine Telefonnummer auf den Zettel und sie möchte dann anrufen und schildern, was los ist. Kann ja immer sein, dass sie irgendwie liegen geblieben ist mit dem Auto oder sowas. Vielleicht überlege ich mir aber auch spontan einfach was, aber auf jeden Fall gehe ich hin, weil ich es wissen will und weil ich mich nicht um meinen Leib fürchte, da ich den meisten so körperlich überlegen bin, auch unbewaffnet. Außer bei Schusswaffen. Natürlich. Und Messer sind natürlich auch gefährlich, aber das weiß ich nicht, irgendwie habe ich dann da trotzdem keine Hemmung. Ja. Nächste Frage. Du möchtest dir eine neue Kamera kaufen. Nach langer Bedenkzeit entscheidest du dich für eine Kamera, die 400 Euro kostet. Du stehst an der Kasse und der Kassierer sagt 200 Euro. Was tust du? Nix, weil ganz ehrlich, ich finde, solche Geschäfte haben genug Kohle. Genau wie alle anderen hochkapitalistisch ausgerichteten Firmen. Also wer ist ein Kleinst- oder Kleinunternehmen, wo die Einnahmen besonders von solchen Beträgen direkten Einfluss auf das Gehalt von dem Großteil der Arbeitnehmer hätten, also einen negativen Einfluss hätten, dann würde ich es auf jeden Fall sagen. Ansonsten würde ich bei solchen Unternehmen, die sowieso genug Kohle haben und viel zu viel in ihre Taschen scheffeln, einfach nur Schadenfreude empfinden. Vielleicht sogar noch mehr als das Glück, Geld gespart zu haben. Ja. Viertens, Tatort, Umkleidekabine H&M. Du hörst zwei Mädels in der Nachbarskabine ganz leise tuscheln. Wer denn nun das tolle Shirt einsteckt? Deine Reaktion. Ja, ist auch der Reaktionstag. Geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei, aber weil es interessant ist, besonders wieder bei H&M, bei so einer Scheiße. Sorry. Weil es aber interessant. Moment, darf man überhaupt sagen? Okay, ich nehme es zurück, H&M ist nicht scheiße. Ich glaube, das ist Verunglimpfung oder sowas. Weil es aber interessant ist, würde ich mich bemerkbar machen, indem ich sage. Nehmt doch einfach zwei für jeden eins. Also einfach nur, weil es interessant ist, so eine Situation zu erleben. Jetzt auch nicht so übelst interessant, aber kommt ja auch nicht täglich vor.
Ihr wisst, was ich meine. Fünftens, du räumst deine eingekaufte Ware in einem auf einem Supermarktparkplatz ins Auto. Ein Windstoß. Der Einkaufswagen knallt mit voller Wucht gegen den PKW neben dir. Deine Reaktion. Wer hätte es gedacht? Ja, ich habe kein Auto und ich schätze auch nicht, dass mir sowas passieren würde, weil ich da einfach viel zu schnell eine Reaktion für habe. Das müsste dann schon ein Orkan sein, aber ansonsten würde ich auf den Besitzer warten und schildern, was passiert ist. Wird ja schon merken, dass es ziemlich windig ist und dass was passieren kann. Und vielleicht gibt es, ich kenne mich mit Versicherungen nicht aus, aber es gibt auch so eine Versicherung gegen Windschaden. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von. Würde aber warten, weil ich weiß, dass ich nichts dafür kann. Und wer würde schon warten, wenn. Und dann behaupten, war ich nicht. Wäre auch ziemlich dumm. Von daher. Sechstens. Du gehst tanken und. Ja, gehe ich natürlich nicht, weil ich kein Auto habe und sonst. Egal, du gehst tanken und möchtest danach ganz normal zahlen. In der Tankstelle ist nichts los und auf dem Weg zur Kasse liegt eine Geldbörse auf dem Boden. Was machst du? Ich würde mir sofort aus Neugierde den Ausweis angucken und dann den Verkäufer fragen, ob er die Person bedient hat und wann, weil kann ja sein, dass sie gerade erst raus ist. Und wenn die nicht gerade erst raus ist, dann würde ich die Börse einfach an die Adresse vom Personalausweis schicken. Ja, fertig. Weiß nicht, also ich hatte es nicht unbedingt nötig, der Geld mir anzueignen, außer ich bin irgendwie ein Penner, hab überhaupt nichts und bin trotzdem irgendwie am Arbeiten und krieg nicht genug Geld für Essen oder sowas oder muss jemand anders durchbringen oder irgendwelche Extremsituationen halt, wo ich dann der Meinung bin, dass die Situation von dem ich helfen will oder direkt helfen will oder mir selber schlimmer ist als die Person, die Geldbörse verloren hat, besonders wenn da jetzt total viel Geld drin ist oder die Person auf dem Bild so aussieht, dass. Also, das würde ich spontan entscheiden, aber in 99% der Fälle würde ich die Geldbörse an den Besitzer schicken. Nicht zur Polizei geben, ich weiß nicht, ob es illegal ist, das nicht zu tun. Ich habe, wie gesagt, von solchen Gesetzen auch keine Ahnung, ich würde es einfach selber machen. Fertig. Du erwischst deinen Freund, siebtens, du erwischst deinen Freund mit, beziehungsweise deine Freundin in dem Fall mit einem anderen. Wie reagierst du? Und wer bekommt die ganze Dröhnung ab? Niemand. Wenn es beide gewollt haben, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Wenn das beide glücklich macht, ich besitze halt keine, ich besitze die Person halt nicht und schreibe ihr nicht vor, was sie zu tun und zu lassen hat und wenn sie es glücklich macht, dann ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Allerdings würde ich mich persönlich bei meiner Partnerin anpassen, wenn sie noch nicht in dieser Denke angekommen ist und das von mir scheiße finden würde, aber mir ist das wirklich eigentlich relativ egal. Und so finde ich, spielt einfach nur, wenn überhaupt, Liebe eine Rolle in der Beziehung. Und wenn das dann nur auf körperlicher Basis ist von den beiden, dann ist mir noch viel egaler. Würde ich auch im Voraus sagen, dass das mir egal wäre. Das, wo ich machen kann, sogar dazu auffordern und motivieren, weil es macht halt Spaß und bringt Glück. Und viele mögen auch verschiedene Sexualpartner zu haben, von daher. Ja, das war auch schon der ganze erste Tag. Wir sehen uns zum nächsten Tag.